So ihr Lieben, heute treffe ich mich mit der IKK Südwest und wir haben für euch Tipps für den Sommer. Ich hatte jetzt die Ehre, mit euch am Main eine Runde laufen zu gehen. Bei schönstem Aprilwetter im Juli. Tatsächlich habe ich mich im April sogar schon mein allererstes Mal wirklich in der Sonne verbrannt. Welche Möglichkeit gibt es denn eigentlich, wie ich mich am besten schütze? Ja, Sonnenmilch ist natürlich das A und O, insbesondere auch bei wechselhaftem Wetter wie heute. Lichtschutzfaktor 30 wäre ideal. Und gerade auch an den Stellen, an den Ohren, Stirne, vielleicht auch hier oben Haaransatz, wo die Haare nicht mehr so voll vorhanden sind. Ja, das ist so das Wichtigste an erster Stelle. Gibt es denn irgendwas, was man hinsichtlich der Kleidung, des Outfits beachten sollte, wenn man im Freien Sport macht? Also gerade beim Laufen ist immer die atmungsaktive Kleidung sehr, sehr wichtig. Und gerade auch bei der Sonne ist es wichtig, dass das dicht gewickte Klamotten sind. Und du machst es schon ganz richtig mit deiner Mütze. Also sowohl die Jungs, dass sie sich einfach was auf den Kopf setzen, was auch der Nackenbereich ein bisschen bedeckt ist. Und für die Mädels einfach ein Tuch oder auch eine Mütze, dass man da einfach auch geschützt ist vor der prallen Sonne. Es ist jetzt kurz nach 5, relativ bedeckt heute. Gibt es denn eigentlich eine bestimmte Tageszeit, wann man Sport machen sollte, wenn so die Sonne richtig eigentlich am Brennen und am Scheinen ist? Je nachdem, ob du jetzt Frühaufsteher bist oder Langschläfer, bietet es sich natürlich an, entweder ganz früh morgens laufen zu gehen oder in den Abendstunden. Perfekt ist, wenn du es dann irgendwie auch im Wald laufen kannst. Aber auch da nicht vergessen, eincremen, weil auch im Wald ist die UV-Strahlung immer noch bei 30-50%. So, wir sind jetzt zusammen eine Runde um den Main gelaufen. Natürlich eine prädestinierte Laufstrecke für viele Läufer und Läuferinnen. Ist denn das eigentlich so optimal oder vielleicht doch eigentlich nicht wegen dem Wasser? Heute war das unproblematisch, weil wir hatten ja heute bedecktes Wetter. Aber wenn wirklich die Sonne richtig scheint, ist es so, dass die Reflexion der Sonnenstrahlen sich verdoppeln. Und das ist ja für die Haut auch super schädlich. Deswegen sollte man da eher schauen, sich andere Laufrouten auszusuchen, weil diese Reflexion ist ähnlich wie der Effekt, wenn man Skifahren ist im Winter. Ich habe ja heute gelernt, Sonne ist nicht gleich Sonne. Hast du denn für meine Community noch weitere Tipps? Bei allen Aktivitäten im Freien muss man auf den UV-Index achten. Da guckst du am besten auf der Homepage. Denn je höher der UV-Index ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Sonnenbrand holst. Und bei dwd.de kannst du das da hervorragend nachschauen. Gibt es denn für Menschen wie mich, die viel in der Natur sind, die viel draußen Sport machen, noch weitere Möglichkeiten an Vorsorge? Zunächst mal ist die Eigenkontrolle sehr, sehr wichtig, dass du einfach bei dir am Körper schaust, gibt es da irgendwelche Veränderungen an der Haut und dann auch regelmäßig, sprich einmal im Jahr zum Arzt gehst, zum Hautkrebs-Screening und die IKK Südwest übernimmt da auch die Kosten, unterstützt das Ganze.